Ja, geht. Ja, ist okay. Ich hab's ja nur Ja, gewählt. sag ich ja, geht. Kann man auch mal fahren. Ja, die finde ich eigentlich sogar sehr gut. So, ich glaube, mit dem Thema sind wir jetzt auch schon irgendwie durch. Ja, ich denke, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich habe mir Genießen wir einfach noch. wir haben darüber gechattet, hier und da gibt es bestimmt viel zu sagen. Ja, und jetzt haben wir irgendwie gesehen. Ist halt alles Ansichtssache. Das war vielleicht blöd, die Frage in die Box reinzulegen. Nee, irgendeiner hat es geschafft, da reinzufahren. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe den Schirm abgeballert. Der arme Schirm. Wie kannst du ihm das nur antun? Das ist voll die Sachbeschädigung hier. Er hat aber den anderen Spieler abgeschirmt. Ja. Ha. Dafür, dass er Aua. links uns so verarscht hat, ist er in eine Kanonenkugel gefahren. Ich gebe ihm grad recht. Und du ziehst auf den ersten Platz. Naja, es ist ja erst die zweite Runde, er kann noch viel und da wird auch noch viel Ja, du passieren. weißt, ich bin auf dem zweiten. Oh nein, ich hab Angst. Du wirst gleich wieder den Schirm abballern, ich sehe es schon. Nein, ich baller Nintendo 64 ab. Wie ist links der jetzt aber an mir vorbeigezogen? Er hat die A-Taste gedrückt. Echt, das kann man? So was Der Ähnliches machst Öde. du, glaube ich, auch gerade. Oh Gott, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber es muss so sein, du hast recht. Da ist gerade so ein Krebs baden gegangen. Wow. Ja, bei dem guten Wetter verstehe ich das. Ja, ich bin mal wieder Sechster. Wow, ich glaube, ich habe gerade jemanden überrundet. Ja, der Dominik, der fährt rückwärts. Der hat keinen Ah, Bock, okay. der hat keinen Bock mehr. Okay, dann ist gut. Irgendwie finde ich das nicht so witzig, wenn das jemand macht. Das macht mir keinen so großen Spaß. Ich hätte nichts dagegen, wenn er dann gleich fliegt oder so. Ich hatte die Strecke boykottieren wollen, keine Ahnung. Ah. Ich meine das nicht böse, aber so macht das keinen Spaß. Wenn dir einer, sagen wir, du bist Erster und dir fährt auf einmal so einer entgegen. Du knallst gegen den und dann, ja, super. Ja gut, das stimmt. Das ist natürlich dann nicht so schön. Ah. Meine Katze beißt mich gerade. Das ist nicht nett. Echt, welche ist es denn? Yari. Yari hat Hunger. Das merkst du gerade richtig. Er hat gerade richtig Hunger. Du kriegst doch gleich was. Noch drei Rennen, Ist doch gut. Er will jetzt ins Headset-Kabel beißen. Das ist nicht gut. Er hat auf die Art und Weise schon mal eins gekillt. So, dieser Dominik, der fährt, der macht Scheiße. Na toll. Also Leute, eine Ankündigung, wenn ihr plant, so mitzufahren, dann könnt ihr es direkt vergessen. Ich merke mir auch die Namen und die werden dann von der Liste gelöscht. Kommt auf seine schwarze Liste. Gut, ja, du musst dann gleich noch gucken, wer das ist auf deiner Liste und den haust du dann einfach weg. Jo, Ohne Gnade. alles klar. Weil da wird dann einfach nur ein Platz für jemand anderes weggenommen. Naja, gut, in dem Fall haben wir zwar noch viele, viele Plätze übrig, aber. Trotzdem. Ja, klar, nee, ich verstehe, was du meinst. Muss nicht sein, Leute, wenn dann ernsthaft mitfahren. Ich Ja, meine, gut, wir und. haben das auch schon mal gemacht, dass wir irgendwie. Aber das Auf war dem aber. Regenbogen, oder war das? Das war aber auch nur einmal. Und Genau. genauso wie Sobby. Vorhin einfach im Rennen dann verschwinden, sagen, nö, ich gehe jetzt weg, schau. Das ist auch uncool. Also das auch bitte unterlassen. Es sei denn, es gibt einen wichtigen Grund. Das kann natürlich immer mal sein, dass das was ist und dann muss man mal schnell weg oder. Ja, aber er meinte vorhin, ja, ich bin dann mal weg, müde, ciao. Ja, das ist natürlich dann nicht so toll. Also immer sicherstellen, dass ihr auch Zeit und Lust habt.
beziehungsweise die Zeit bewerkstelligen könnt. CM Punk fragt gerade, wie würde Mario Kart auf den CDI aussehen? Ja, das liegt an diesem Dominik. Ach so, okay. Ich hab mich jetzt gerade gewundert. Also Dominik, du hast was gehört, wenn du dir das ansiehst, du bist leider aus der Liste gebannt. Ja. Tut mir leid. Aber da sieht man irgendwie eine Spaßbremse raus. Ist schade. Muss nicht sein, sowas. Oh Gott. Das wird nicht gut. Ich sehe nur zwei Strecken, die mich interessieren. Und dieses nicht. Oh Gott, die ist sowas von staubtrocken, diese Strecke. Aha. Genau wie unser Humor. Oh, weia. Juhu! So, irgendjemand ist in meine Banane reingefahren. So, und er steht wieder nur am Ziel rum. Ja, nee, Wenn du das in jedem Rennen machst, dann muss das wirklich nicht sein. Ach, dann war es dann wohl die letzte Runde, wo er mitgefahren ist. Schade. Bisher war er mein liebstes Mitglied. Und jetzt? Wie oft ist er da schon mitgefahren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß mit dem Namen gerade nicht so viel anzufangen. Nee, ich auch nicht. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt jemand ganz Wichtigen gerade vergessen habe, aber mir sagt der Name gerade nichts. Ne, wenn der einfach nur stehen bleibt, dann kann er nicht so wichtig gewesen sein. Wobei, wurde er jetzt gerade gekickt oder so? Ich sehe nicht mal auf der Karte. Keine Ahnung, das kann natürlich sein. Nö, wobei, werden die dann aus privaten Räumen auch gekickt? Das fände ich dann wiederum etwas befremdlich. Wieso? Nö, wir sind nur noch sechs. Ja, der wurde gekickt. Interessant. Ja, wahrscheinlich greift da Nintendo ein. Und sagt, auch bei privaten Räumen? Das find, ja gut, okay, nimmt natürlich alles Ressourcen weg, wenn man dann so fährt. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ja, man merkt, wir werden. Wie viele rote Panzer kommen denn noch? Also mal ernsthaft. So viele, bis du aufgibst. Bis du heulend am Boden liegst und sagst, du willst dieses Spiel nie wieder anfassen. Ich lieg am Boden, ich will das Spiel nicht mehr anfassen. Sehr gut. Jetzt dürften ab sofort keine mehr kommen. Man merkt, wir werden nur langsam ruhiger, wir werden langsam müde. Ja, muss ins Bett. Morgen früh aufstehen. Du musst am Sonntag früh aufstehen. Natürlich, ich gehe in die Kirche. Nein. Du hast mich gerade kurz geschockt, ich habe dir das für eine Sekunde lang geglaubt. Wer so Gott? Ich als überzeugter Atheist werde mich hüten. Bin der Einzige aus meiner Familie, der nicht kirchlich geheiratet hat. Du hast so eine schnelle Hochzeit in der Frittenbude gemacht? Ja, richtig. Ist geil. Mit Frittenfett beschmissen zu werden. Ja, anstatt Reis Frittenfett. Eigentlich richtig gute Idee. Und dann noch so abgestanden, da der richtig stinkt. Ich möchte mal sagen, dass von 7 Fahrern noch 4 Leute Weltmeister werden können. Jetzt hier diesen Grand Prix gewinnen können. Das ist gerade richtig spannend. Sind gerade eng beieinander alle. Ich will Donkey Kong Dschungel-Dingens. Ich will die glühheiße Wüste, die hatten wir so selten in diesem Let's Play. Ja, irgendwie. Also ein sehr spannender Grand Prix. Ich komme jetzt nicht über die Sache mit dem Frittenfett hinweg. Vor allem möchte ich mal wissen, wie das aussieht. Ah, eine schöne Strecke zum Schluss. Ich glaube, ich will es nicht wissen. Oh ja, die Strecke ist natürlich sehr schön. Wird wieder nicht gut für mich ausgehen.
Obwohl, ist das eine N64-Strecke? Lakitu, leg endlich los. Er zeigt wieder nur den Mittelfinger. Ja. Na, endlich. Dass Lakitu immer Überstunden machen will. Mhm. Und sie ist auch noch richtig rum, da freue ich mich ja drüber. Ja. Original ist doch immer am schönsten. Boah, du hast mich fast erwischt, ey. Mit dem Stern. Ja. Also die Bombe dorthin zu werfen, das war... Naja. Das war sehr riskant. Ich hätte mich beinahe damit selbst in die Luft gejagt. Du hast die Bombe sehr unpraktisch in die Ecke geschmissen, wo niemand in die Explosion gefahren ist. Ich habe sie einfach nur loswerden wollen, weil ich damit eh nicht gut zielen kann. Was? Ich habe dir doch schon erklärt, versuch die nach hinten zu legen. Und andere da reinfahren zu lassen. Das habe ich dir schon ein paar Mal vorgeschlagen. Ich höre nicht auf dich, das weißt du doch. Ob links diesen Sprung überlebt? Ich habe links vor den Rampen abgeschossen. Und der musste kurz zurücksetzen. Der arme Kerl. Ja, sieh doch mal auf der Karte, wo der jetzt ist. Oh Gott. Das ist böse. Der hasst mich dafür bestimmt. Kann schon sein, sein nächstes Video gilt dir. Oh Gott. Oh Gott, ich habe anscheinend eine Verzögerung von einer Viertelsekunde. Ja? Oh, nicht gut. Ja, mein, immer wenn ich was drücke, kommt das circa eine Viertelsekunde, nee, sogar eine halbe Sekunde später. Oh, das ist natürlich nicht schön, gerade bei dieser Strecke. Mhm. Das merkt man aber beim Spiel selbst, beim Video selbst dann nicht. Das ist immer das Schöne, ja. Bei den alten Grabber-Projekten hatte ich das dauernd, wo ich irgendwie eine halbe Sekunde Verzögerung hatte und The Missing Stars, ich erinnere mich dauernd erklären musste, warum ich denn jetzt gerade im Moment so scheiße spiele. Nur im Moment? Nicht immer? Nicht immer, das ist ja bei Lighted Wars vorgekommen. Das spiele ich ja normalerweise wirklich nicht scheiße, aber das war dann bei Relets Play mit dem Grabber-Projekt und da hatte ich dann auch Verzögerung und habe auf einmal nicht einen Gegner mehr getroffen. Oh, jetzt kommt's aber bitter. Uiuiui. Ach ja, deine Grabber-Projekte. Ich sollte mir, glaube ich, den Missing Stars mal wieder ansehen. Oh Gott. Also, nicht, dass es ein schlechtes Projekt wäre, ganz im Gegenteil, so aber war halt durch die vielen Emulator-Hänger war es halt ein bisschen schade. Das war aber so genial. Was ich aber, wie gesagt, auch gerne mit dir machen würde, wäre diese andere Super Mario 64-Hack, den man zu zweit spielen kann. Mhm. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie der hieß. Irgendwas mit Rainbow war das, oder? War das nicht Star Road? Genau, so? Star Road. Super Mario 64 Star Road. Da gibt's auch einen Zwei-Player-Hack-ROM. Und den würde ich gerne mit dir zusammen spielen, wenn du hier bist. Das könnte man mal probieren, auf jeden Fall. Ist halt blöd, dass das mit dem Netplay da nicht so hinhauen will. Ja, das ist dumm, dass das nicht richtig funktioniert. Sonst könnte man das versuchen, über Netplay zu machen. Ich kann mich die Woche ja nochmal erkundigen, ob es da irgendwie doch eine Lösung für gibt. Für so ein Problem, wie das ganz genau funktioniert, das weiß ich nämlich nicht. Und dann testen wir das einfach mal. Ja, genau. Boah, die Punkte sind wirklich ganz eng beieinander. Die waren wirklich sehr, sehr eng bis zum Schluss. Da hat sich der Chaos Sonic dann doch nochmal deutlich durchgesetzt am Ende durch den ersten Platz jetzt nochmal. Glückwunsch an dieser Stelle. Aber war wirklich, das war jetzt wirklich ein sehr spannender Grand Prix. Der hat Spaß gemacht. Ach, nee, du. Okay. Ja. Das soll's dann auch gewesen sein. Jo, dann würde ich einfach mal sagen, mir hat Spaß gemacht. Jo, mir auch, auf jeden Fall. Die erste Aufnahmesession bei Mario Kart Wii seit langem und es war wieder sehr schön. Bis auf die Ballonbalgerei. Ich weiß nicht, was heute los war, keine Ahnung. In meinem Raum bin ich anfangs sehr, sehr, sehr schlecht gefahren, aber irgendwann hatte ich den Dreh raus, aber überragend war es trotzdem nicht. Von uns beiden ist man etwas besseres Spiel gewohnt.
Naja, auf gut, jeden Fall. Dann würde ich einfach mal sagen, das war eher Keanu und. Das war euer Keanu und. Das war euer Keanu und. Naja, der andere halt da. Dieser komische. Das Typ, war euer Keanu Kuss, und. Okay, Weehawk LP. Das war euer Weehawk LP und. Der Herr Keanu mit der Nummer 88 hinten dran. Das war ein Keanu und Weehawk LP und. Dodo, der da war. Und. Das ist der Hit. Oh, noch? Nein. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.